meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für die, die wieder einschalten zum Liebesorakel für das Jahr 2022. Was erwartet dich in deinem Liebesleben für das Jahr 2022? Was kannst du erwarten? Was kommt auf dich zu? Wir werden das hier gemeinsam rausfinden. Für all meine lieben Sternzeichen mit den Sternzeichen Fischen, Aszendent Fische oder Mondzeichen Fische können sich diese Legung hier anschauen. Wenn du das allererste Mal hier auf meinem Kanal eingeschaltet hast, dann begrüße ich dich, du liebe Seele. Hallöchen, herzlich willkommen. Wenn dich dieser Titel hier angesprochen hat oder ja, irgendwas dich hier angesprochen hat und du hier auch mit mir resonierst, dann ist hier auch eine Message für dich. Und ich freue mich, dich hier herzlich begrüßen zu dürfen. Wenn du noch nie Tarotkartenlegungen angeschaut hast, dann empfehle ich dir einfach unten in der Infobox schwind nachzulesen, was überhaupt Tarotkartenlegungen sind, wie das Ganze hier abläuft. Wenn dir Tarotkartenlegungen hier schon bekannt sind, dann sage ich dir, entspann dich zurück, lehn dich zurück und entspann dich und schau dir das Ganze hier ganz gemütlich an. Ich lege hier mit Tarotkarten und Orakelkarten. Ich bin eine intuitive Kartenlegerin. Ja. Deswegen, dass du schon mal Bescheid weißt. Es gibt hier ist eine Liebesorakellegung für das komplette Jahr 2022. Das heißt, egal in welchem Punkt, in welchem Jahr, Abschnitt du das dir hier anschaust, du kannst es dir für das komplette Jahr 2022 anschauen. Es ist der Punkt, wo du dich gerade energetisch hier befindest. Wenn dir das Ganze hier nicht gefällt, was dabei rauskommt, dann sage ich dir, es liegt an dir. Du bist ein Mensch hier auf der Erde mit freiem Willen, okay? Du kannst selber deine Zukunft hier gestalten, nicht das, was hier rauskommt. Das ist nur einfach eine Momentaufnahme. Das, wo du gerade energetisch stehst und wo du gerade energetisch hingehst, was die mögliche nächste Zukunft ist, sage ich es mal so. Ja, ganz vorsichtig ausgedrückt. Gut, ich begrüße meine lieben Männerherzen. Hallöchen, liebe Männerherzen. Ihr wisst Bescheid, einfach die Geschlechterrollen umtauschen. Ich spreche hier mehr aus der weiblichen Perspektive. Ich bedanke mich bei all meinen lieben Fischeherzen für eure Unterstützung für das hier im Jahr 2021. Danke, meine lieben Fischeherzen. Danke, danke für die ganzen Kommentare, Abonnements und natürlich gefällt mir Angabe. Dankeschön, ihr helft dem Kanal zu wachsen. Es ist eine Win-Win-Situation. Ich habe auch ein kleines Gewinnspiel für Instagram. Also wenn du Instagram nutzt, dann darfst du mir gerne auf Instagram folgen. Unten in der Infobox ist auch mein Instagram-Name oder mein Link verlinkt. Oder einfach mein Name Sonnenherz Tarot in Instagram eintippen. Dann kommt. Für die ersten 100 Follower auf Instagram werden drei ausgelost, ja, die eine persönliche Legung von mir erhalten. Bisher biete ich keine persönliche Tarotkartenlegung an. Also wenn du Interesse hast, mit in diesen Lostopf zu kommen, darfst du mir gerne auf Instagram folgen. Sobald die 100 voll sind, werde ich das Ganze auslosen und natürlich werde ich das Ganze auch filmen oder ja, halt so filmen, dass ihr das mitbekommt. Und auch bei der Verlosung dabei seid. Wir wollen so Transparenz so wie möglich machen, ja? Okay, das war's zu Instagram. Wir fangen jetzt auch schon an. Wartet mal, ich lasse mich mit meine Karten. So, gut. Für meine lieben Fischeherzen, für ihr Liebesleben im Jahr 2022. Was sollten meine lieben Fischeherzen über ihr Liebesleben für das Jahr 2022 jetzt wissen? Für meine lieben Fische, das Jahr 2022. Für meine lieben Fische. So, wir haben die Wahrheit. Wow. Die Wahrheit. Interessant. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt erstmal mich hier reinfühlen in die Karte, entschuldigt. Was ich hier so aufnehme, es kam hier Wahrheit unten und
ist deine Liebeslegung. Ich habe das Gefühl, ihr sucht, egal ob du in einer Beziehung bist, ob du Single bist, du suchst die Wahrheit. Was ist die Wahrheit in deinem Liebesleben? Ja? Du willst diesen inneren Ruf. Wenn du hier diesen inneren Ruf verspürst, ich möchte meinen Seelenpartner begegnen, ja? Dann folgst du diesem inneren Ruf. Warum ist das jetzt nicht bisher passiert? Was hat dich blockiert? Ja? Welche Themen? Ich sehe, dass du hier in das Unbekannte gehst, ja, wovor du Angst hattest. Du bist auch hier zum Rücken zu gekehrt, aber geöffnet hier in das Unbekannte. Ja, du schaust raus in das Unbekannte und du willst hingehen. Du möchtest nicht länger stehen bleiben. Du möchtest dich öffnen und schauen. Du gehst tief rein, du guckst. Okay, was ist da los? Was ist die Wahrheit? Wenn du in einer Beziehung bist, was ist die Wahrheit? Was will ich? Bin ich glücklich? Bin ich nicht glücklich? Wir gucken mal weiter. Das ist erst eine Karte für meine lieben Fischeherzen für das Jahr 2022 in der Liebe. Für meine lieben Fischeherzen. Okay, schaut mal. Disruption. Und das Sakralchakra. Oh je, meine lieben Fische. Oh je, wir haben hier den inneren Ruf, die Wahrheit. Du suchst nach der Wahrheit. Und hier ist die Störung. Du findest die Störung. Du findest die Ursache. Ja, und ich habe das Gefühl, das ist hier im klassischen Sinn der Turm. Ja. Und das ist hier das Gericht. Entschuldigt, wenn ich das nicht gesagt habe bisher. Oh, und dann haben wir das Sakralchakra, ja, uiuiui. Hier geht es um Schamgefühl, etwas, was du hier vergraben hast, ja, wenn ich Sakralchakra sehe und hier, das könnte hier auch so, du liegst irgendwie so im Grab oder so eingebuddelt hier, ne, also du kannst dich nicht bewegen, du kannst dich hier nicht befreien, und auch mit den Ketten und das Sakralchakra, also ich habe hier so das Gefühl, du wirst diese Störung, Disruption heißt Störung. Du wirst diese Ursache hier finden, warum du hier, wenn es hier, warum du nie den richtigen Partner gefunden hast, kann man das so sagen? Oder wieso es in der Liebe bisher nicht geklappt hat oder was auch immer. 2-2 kommt hier schon mal schön durch. Was ich hier so noch aufgenommen habe, bevor ich das vergesse zu sagen, ist, es könnte hier noch eine Bindung zu einem Ex-Partner sein. Ja? Eine energetische Bindung. Sie muss nicht sein, kann für einige hier sein. Es kann hier auch noch, ich habe auch das Gefühl, hier kommt der Turm-Moment. Wenn du rausfindest oder wenn du in das Unbekannte gehst, wird hier einiges erschüttert. Ja? Wird hier einiges zusammenbrechen. Ob das hier alte Glaubenssätze sind in Liebesdingen. Ja? Hier wird irgendwas zusammenbrechen. In sich einfallen. Hier kommt eine Störung, du findest die Ursache, habe ich so das Gefühl, und kannst dadurch auch auf einer ganz anderen Basis wieder aufbauen. Wir gucken. Wir haben hier 8. Ja, die Kraftkarte. Löwe kommt hier durch. Und guck mal, du bist so viel weiser geworden. Du wirst im Jahr 2022 so viel weiser. Ja? Weil du einfach das Ganze anfängst, wirklich tief zu verstehen und aus deinen Erfahrungen Weisheit zu ziehen. Ja? Diese Erfahrungen, die du machst. Und du bist einfach so stark, mein lieber Fisch, durch den ganzen Schmerz etc., was du hier in deinen vorherigen Beziehungen hier erlebt hast. Ich ziehe die Karte mit raus. Guck mal, und dahinter ist die Herzschmerzkarte. Und das zeigt mir auch, oh je, du hast sehr, sehr tiefen Herzschmerz gehabt oder hast ihn immer noch, ja? Oder allgemein in deinem Leben bist du auf sehr viel Herzschmerz gekommen oder wenn du dich verliebt hast, hast du so tiefen Herzschmerz hier erlebt, ja? Es ist hier vielleicht auch irgendwas hier mit Scham, ja? Also Scham kommt hier durch. Du schämst dich für etwas oder
irgendwie mit deinen Schamgefühlen? Und ich glaube, sind es die Glaubenssätze oder für irgendetwas in deinem Leben, wo Scham hochkommt, für irgendeinen Bereich in deinem Leben, was aber hier diese Störung in deinem Liebesleben verursacht, wo du hier wirklich tiefer gehst und das Ganze hier rausfinden oder die Wahrheit erfahren wirst über dich selbst. Und es gibt dir so viel Power und Macht und Kraft, weil du da so viel Weisheit rausziehst, weil du dich hier selbst, dir selbst, dich so selbst gestellt hast oder deinen Ängsten hier so gestellt hast. Ja, mal gucken. Ja, also für andere könnte es hier sein, wenn du in einer Beziehung bist, ja, ich erwähne es einfach mal mit, es könnten hier mehrere Sachen sein, dass du hier, nicht für alle, muss nicht sein. Falls du in einer Beziehung bist, kommt hier Herzschmerz rein, weil wir hier die Herzschmerzkarte haben, ja, und weil du hier eintauchst und die Wahrheit findest und das, was dich hier stört oder halt die Störung oder diese Schwachstelle findest und let me see, wieder spirituelle Stärke, also du kriegst hier irgendwie Superpower. Ja, in deinem Liebesleben durch diesen Herzschmerz. Für einige kann es sein, dass hier ein Abbruch kommt, ja, weil du merkst, wenn du in dich gehst und du spürst, okay, das ist gar nicht, was ich mir wünsche oder was ich wirklich erfahren möchte in meinem Liebesleben. Und das führt dich hier zu Herzschmerz. Ja, das führt hier zu einem Ende. Wird nicht für alle resonieren, ja. Muss nicht sein, kann sein. Was hier auf jeden Fall für die Mehrheit, ihr macht euch wirklich auf die Suche nach der wahren Liebe, nach der Wahrheit. Ihr wollt das Wahre, ja? Wir gucken. Für meine lieben Fischeherzen für den Monat, für den Monat, für das Jahr 2022. So, die Karte Disordered Feminine kam raus, ja? Ich weiß jetzt nicht, was disordered bedeutet, aber definitiv, ihr seid gerade nicht ihr selbst, meine lieben Herzen. Wenn du eine Frau bist, bist du nicht du selbst. Wenn du ein Mann bist und zuschaust, dann ist dein Gegenüber nicht sie selbst. Ja? Ich habe hier so das Gefühl auch, dass dieses Jahr, dass du ein bisschen so wie. Ja, du bist sehr verletzlich, ja, du bist hier komplett nackt in einer dunklen Umgebung, ja, irgendwie sehe ich hier so dieses irgendwie fest dunkle, ja. Was mir auch hier zeigt, das Ganze ist so, dass du hier irgendwelche Gewohnheiten hast, ja, irgendwas. Oder in deinem Liebesleben, sag ich mal so, es geht hier, dass du immer wieder denselben Typ Mann oder immer wieder denselben Schema, ja, immer wieder dasselbe Schema passiert dir in deinem Liebesleben oder dasselbe Ablauf etc. Hier ist etwas, wie ich dir gesagt habe, ob es ein alter Glaubenssatz ist, irgendetwas, wo du hier weise rausgehst, weil momentan bist du einfach in diesem Drama, vielleicht findest du dich wieder in dieser Opferrolle, du kannst diese emotionale Abhängigkeiten etc. Jeder wird hier so sein eigenes Thema haben. Daran solltest du hier dich darauf fokussieren oder daran arbeiten, für meine lieben Fischeherzen, für das Jahr 2022 in der Liebe. Ich habe auch hier so das Gefühl, es ist ein bisschen schwer deine Legung, aber du gehst viel weiser aus der ganzen. Du wirst hier spirituelle Stärke haben, ja. Und meine lieben Fischeherzen für das Jahr. Guck mal hier, zuhören, ja. Ich habe auch das Gefühl, das spirituelle Reich kommuniziert hier mit dir und möchte dir etwas sagen. Du solltest zuhören. Vielleicht dein Unterbewusstsein. Vielleicht willst du etwas in dir nicht wahrhaben, aber du tauchst hier in dein Unterbewusstsein ein, ja, in das Unbekannte. Und hier gibt es etwas, alten Schmerz, Herzschmerz, was hier einfach, was dich hier so in diese Störung in deinem Liebesleben hier verursacht, dass du hier kein
ja, erfülltes Liebesleben hast, ja, oder das, was du dir wünschst. Was ich hier auch wieder sehe, zweimal die 8, könnte eine Botschaft, eine numerologische Botschaft für dich hier sein. Okay, du wolltest springen. Und wir haben der schöpferische Funke. Ja, guck mal. Und sie spielt hier eine Harfe. Ja, sie spielt hier eine Harfe und hier sind die Melodienoten und hier steht Zuhören. Das geht so Hand in Hand, diese Karte, ja. Wir haben hier den schöpferischen Funke, ja. Hier ist dein spirituelles Reich, möchte dir hier so diese Erfüllung in deinem Liebesleben geben. Aber hier ist eine Sache, wo du ja lernen solltest oder wo du, ich sehe hier auch zweimal die 7, wo du hier auf jeden Fall hören solltest, ob das dein Unterbewusstsein ist oder ob es aus dem spirituellen Reich hier kommt. Hier ist etwas, ja. Öffne dich dafür, tauche ein, lass los, auch wenn es hier einen Turmoment gibt, ja, auch wenn hier was zusammenkracht, deine Glaubenssätze hier zusammenkrachen, aber es wird hier eine Mega-Transformation. Du wirst hier weiser aus dem Ganzen rausgehen. Mehr, etwas hat dich sehr Kraft gekostet, wo du wirklich mit Erfahrung rausgehst und wirklich hier eine Transformation erlebst. Wir schauen mal für meine lieben Fischeherzen für das Jahr 2022 in der Liebe. Was sollten meine lieben Fischeherzen für ihr Liebesleben jetzt wissen? Dankeschön. Du darfst ohne Angst lieben. Ja, ich habe auch so das Gefühl, vielleicht hast du hier auch Angst, dich wieder jemals für jemand Neues zu öffnen. Hier könnt, weil du so Herzschmerz erlebt hast, ja, weil du vielleicht auch denkst, dass wieder dasselbe Schema hier passiert. Ich habe das Gefühl, wenn du hier dieses Thema aufgearbeitet hast, darfst du hier auch ohne Angst lieben. Vielleicht ist Angst sehr präsent in deinem Liebesleben, ja. Angst. Ich muss euch ehrlich sagen, gerade habe ich so das Gefühl, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, es ist nicht nur, dass du jemanden ohne Angst lieben darfst. Ich habe auch das Gefühl, die Angst ist in deinem Leben, dein Liebesleben hier so ein bisschen präsent. Ja, du hast hier Angst, die Wahrheit zu erfahren. Du hast hier Angst einzutauchen. Vielleicht hält es dir ein bisschen dich ab, ja. Und deswegen bleibst du hier in dieser Energie, ja. Indem du hier in Depression, Mitleid, ja, halt in negativen Gewohnheiten hier feststeckst, ja. Es ist eine Liebeslegung, aber ich spüre hier noch nichts energetisch. Ich habe hier so das Gefühl, eure Message, was jetzt wichtig ist, ist gerade das hier. Ja? Wir gucken, wir gucken. Für alle meine lieben Fischeherzen für das Jahr 2022 in der Liebe. Was hat mein lieben Fischeherzen für das Jahr 2022 in der Liebe wissen? Was haben wir hier? Wow. Oh mein Gott. Wir haben hier karmische Completion. Shit. Leute, muss ich einfach sagen, ein karmischer Zyklus, ihr werdet den karmischen Zyklus komplett beenden, ja. Auch wenn es für einige, es wird sich hier ein karmischer Zyklus komplett beenden und du kannst in Zukunft ohne Angst lieben, weil du aus der Sache hier weise rausgegangen bist. Du brauchst keine Angst mehr in deinem Liebesleben. Du brauchst auch keine Angst mehr, dass genau dieses selbe Schema dir wieder widerfährt, weil du daraus gelernt hast. Du bist eingetaucht, hast diese. Das alles, was dir nicht dient, was auf diese Glaubenssätze, was auf schwache Glaubenssätze, die dich in so abhängigen Beziehungen so
Vielleicht dachtest du immer, okay, die wahre Liebe ist so, mich muss der Mann hier retten, wenn ich so das Bild betrachte und sie den Arm so hochstreckt, ja, rette mich so ein bisschen Damsel-Style-mäßig, ja, du brauchst immer Hilfe und dann kommt immer der Prinz auf dem Pferd und rettet dich. Vielleicht waren das deine Vorstellungen von Liebe, etc. Hier wird irgendwie was in diese Richtung sein. Was dich hier so ein bisschen immer in solche ja, Beziehungen mit falschen Helden, sag ich mal, reinführt, ja. Und du wirst zuhören und dieser schöpferische Funke hier auch mit der karmischen, ich habe auch das Gefühl, das spirituelle Reich sieht dich, sieht deine ganze Transformation hier zu diesem weisen Mann, ja. Und hier kommt deine karmische Zyklusbeendigung, ja? Also dieser Zyklus wird hier geschlossen. Du wirst hier die Wahrheit erfahren. Du wirst die Wahrheit erfahren, egal wie schmerzhaft sie ist. Und hier kommt ein karmisches Ende, was sehr positiv ist, ja? Für das Jahr 2022, für meine lieben Fischeherzen in der Liebe. Was sollten meine lieben Fischeherzen für das Jahr 2022 in ihrem Liebesleben jetzt wissen? Für meine lieben Fischeherzen. Was sollten meine lieben Fischeherzen für das Jahr 2022 in der Liebe jetzt wissen? Dankeschön. Ha, versteckte Gefühle. Sehr dunkel. Hat hier jemand irgendwie versteckte Gefühle oder hast du hier... Es geht hier um Scham. Du hast irgendwas, Scham, Schuld, Gefühle. Hier sind versteckte Gefühle, die in deinem Unterbewusstsein tief vergraben sind. Es sind hier versteckte Gefühle in deinem Unterbewusstsein, ja? Vielleicht hast du noch versteckte Gefühle für irgendeinen Ex-Partner. Vielleicht ist einfach versteckte Gefühle in deinem Unterbewusstsein, wo du hier Schuld- oder Schamgefühle hast, die dich hier so festhalten in dieser niedrigen Schwingung oder die hier auch falsche Glaubenssätze im Unterbewusstsein hast, ja. Irgendwas ist hier, mein liebe Fischeherzen. Für jeden wird es unterschiedlich sein, aber irgendwie. Okay. Cycles. Haha, schaut mal. Wir haben hier Zyklus, ja. Immer wieder. Egal, der Partner ändert sich oder die Partnerin, aber es ist immer wieder dasselbe Schema oder dasselbe Zyklus, ja? Und das kommt jetzt wirklich hier zum Ende dieses Jahr. In 2022 kommt das zum Ende und für einige, du darfst hier ohne Angst wieder lieben, weil du das Ganze hier wirklich transformierst. Und guck mal, das ist so ein Liebesdeck und versteht ihr, was ich meine? Und ihr kriegt die zwei raus. Gut. Wir schauen mal für meine lieben Fischeherzen für das Jahr 2022. Was sollten meine lieben Fischeherzen jetzt wissen? Okay. Ha. Eventuell für einige könnte sich hier was im Frühling entwickeln. Andere wiederum machen sich im Frühling erst auf die Reise, im Frühling 2022. Und für andere im Frühling 2022 ist dieser Zyklus komplett hier beendet, ja? Und wir haben hier, lass es zu, dass die Dinge hier wachsen. Ich habe das Gefühl, für einige, es wird hier die Liebe kommen. Ich habe auch hier dieses, der schöpferische Funke und dann auch diese Herzchen, ja, mit diesen zwei Herzchen deutet es hier schon an. Es ist hier was geplant im Hintergrund, aber es ist hier noch nicht, wird denen noch nicht hier wirklich offenbart. Wir nehmen noch eine Karte. Alle guten Dinge sind drei für meine lieben Fischeherzen. Noch eine Karte bitte für meine lieben Fischeherzen. Das Jahr 2022. Für meine lieben Fischeherzen. Das Jahr 2022. Dankeschön. Was ich gerade eben gesagt habe, die Sterne bringen sich in Position. Es wird was im Hintergrund für dich geplant. Das ist, was ich gerade gesagt habe, bloß anders formuliert. Interessant, okay. Ja, hier ist etwas, was dir noch nicht so gezeigt werden möchte. Okay. Wisst ihr was?
Okay, für meine lieben Fischeherzen, sag aber keine Zeit. Was wird hier im Hintergrund geplant? Welcher Typ, Archetyp von Mann erwartet meine lieben Fischeherzen? Meine lieben Fischeherzen, was wird hier geplant im Hintergrund für meine lieben Fischeherzen? Was sollten meine lieben Fischeherzen jetzt wissen? Okay, Dankeschön. Wir haben hier einen Lady Whisperer, ja, Lady Flüsterer, jemand, der dir nette Worte sagt, jemand, mit dem du telepathisch dich versteht, energetische Nachrichten, ja, ein Frauenflüsterer, also jemanden, mit dem du dich sehr, sehr gut verstehen wirst hier. Okay. Dann haben wir hier jemand, ein Kind, jemand, der hier Muttersöhnchen ist, nicht reif genug ist. Okay? Wie gesagt, ich habe auch hier so das Gefühl, hier ist auch noch für einige, die hier in einer Partnerschaft oder Ex-Partnerschaft oder hier in etwas noch hängen, jemand, der Muttersöhnchen ist, nicht unerfahren, ja, seine Gefühle hier versteckt und hier so Spielchen spielt. Ja, vielleicht bist du gerade noch in einem Zyklus gefangen und befreist dich, mein lieber Fisch, im Jahr 2022. Dann haben wir hier den Dieb. Jemand, der dein Herz stehlt und jemand, ja, der sich versteckt und ja, so ein bisschen, ja. Nicht so positiv. Jemand, der nichts Gutes im Schilde führt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich habe das Gefühl, es kommt hier nichts raus für euch, ja? Also ich wollte vielleicht euch einen Geschmack geben, aber es ist auch das Jahr 2022, es kann sich noch komplett vieles ändern, energetisch für euch, meine lieben Fischeherzen. Das ist so euer Thema und das Wichtigste, was ihr hier erfahren solltet. Das ist genau dieser Typ Mann, mit dem du dich vorher immer umgeben hast oder immer wieder gefunden hast. Jemand, der dein Herz stiehlt und jemand, der nicht ehrlich ist, betrügt, lügt und ja, so ein bisschen ja, im Hintergrund agiert, ja, und hier einfach der noch unreif ist und hier irgendwelche Gefühle versteckt oder so Spielchen spielt und ja, aber das einzig Positive hier, was ihr bekommen habt, ist hier so der Frauenflüsterer, wobei Frauenflüsterer ja auch nicht so positiv ist. Aber ich habe hier so das Gefühl, es wird jemand sein, wo ihr wirklich energetische Nachrichten austauscht, wo ihr wirklich mit seinen Worten gut umgehen kann. Es kann aber auch für einige hier hindeuten, weil ich muss euch ehrlich sagen, ich nehme hier wirklich eure Message ist wirklich euer karmischer Zyklus wird sich hier in 2022 beenden. Für jeden Fischeherz wird das hier anders sein. Und das könnten hier diese drei Typen, die Arten von den Typ Mann sein, ja, wo in der Vergangenheit du reingefallen bist. Jemand, der dich hier mit seinen Worten immer umgarnt hat und dich hier mit durch Worte und ihr habt euch super verstanden, ja, telepathisch etc. Jemand, der dich so erobert hat, festgenagelt hat, ja, indem er mit dir, ja, ihr habt euch super verstanden, ihr konntet super reden, lachen, habt euch super ausgetauscht. Der Frauenflüsterer, der wusste, was du hören möchtest. Ja, und der Dieb, der dein Herz gestohlen hat, um danach halt seine Spielchen hier zu machen, ja, mit seinen Gefühle verstecken, und ihr euch dann immer in so einem wiederkehrenden Zyklus wiedergefunden habt. Ja, auch mit diesem unerfahrenen Kind, sage ich mal, oder Muttersöhnchen, ja. Das waren immer so die drei Typen Arten vom Mann, habe ich so das Gefühl, was hier so durchkommt, ja, der euch hier erobert hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass das, was hier in dem Hintergrund für euch geplant wird, sich hier nicht eröffnen möchte. Ja, das wird hier nicht gezeigt, noch nicht gezeigt. Vielleicht einfach, weil die Zeit noch nicht reif ist. Und hier steht auch, lass es zu, dass die Dinge wachsen. Ja, also. Wenn du auch jemanden in 2022 triffst, du darfst ohne Angst leben, lass zu, aber es wird
Es kommt drauf an, meine lieben Fischeherzen, wo ihr euch gerade hier energetisch befindet, weil ich habe das Gefühl, die Mehrheit ist noch in einem Zyklus. Ein Teil ist aus diesem Zyklus hier raus und arbeitet aber noch hier so wirklich aus diesem, sage ich mal, wirklich das Ganze zu verstehen und aus der Sache weiß rauszugehen, ohne irgendwelche Abhängigkeiten oder dass man hier noch unterbewusst irgendwelche Glaubenssätze hat, ja? Das ist so eure Message, was hier durchkommt, mein lieber Fischeherz. Ich werde auch hier eure Legung beenden. Ich kann leider nichts Positives herzaubern. Das ist eure Message. Das, was mit dir resoniert, lass den Rest einfach weiterziehen, mein lieber Fisch. Danke für deinen Support. Ich bedanke mich für das schöne Jahr 2021 mit euch. Danke für eure Gefällt-mir-Angaben, eure Abonnements. Danke, danke, danke schön. Ja, meine lieben Herzen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg in der Liebe für das Jahr 2022 und dass du hier einfach aus der ganzen Sache positiv rausgehst. Und für die Zukunft wünsche ich dir natürlich alles Gute, dass deine ganzen Manifestationen sich hier erfüllen werden, mein lieber Fisch. Okay, meine lieben Herzen, wir sehen uns das nächste Jahr. Ein gutes neues Jahr und gutes Rutsch. Ciao, ciao.